Nice. Ich wäre froh, wenn ich einen Teil hätte. Aber in dem Spiel habe ich immer Pech. Also ich kriege immer nur Mist. Ich habe heute aus der Neu des 39-Item, was ich bekommen habe, waren verfickte Füße. Davor hatte ich 920er Füße, also hat mir das gerade nicht so einen Boost gegeben und vor allem habe ich da übel Tempo verloren dadurch. Aber Mastery ist halt wieder hochgegangen. Jetzt habe ich 130% Mastery, what the fuck? Was, du wirst mit den Set-Teilen zugeschmissen, also ich habe bloß die Dinger aus dem LFR. Ich krieg die nicht, aus dem HC krieg ich die nicht. Oh, ich habe sogar eins aus dem Normal. Oh mein Gott. Aber das bringt mir auch nichts. Das ist auch Bullshit dann, weil die Stats fehlen. Ah ja, gestern war es so lustig am Abend. Da war ich im Mythic Plus. Und da war so ein Typ. Also da war ich in der Gruppe dabei, das war so eine Stammgruppe. Die waren zu viert da drin. Das waren mit Abstand die unfähigsten Leute, die ich jemals gesehen habe. Die waren noch schlimmer als die jetzt gerade eben. Und ich sag's mir so: Die Leute haben Mythic geradet. Der eine hat angegeben: Oh, ich bin Mythic Raider, ich bin so gut. Also wenn du für Mythic so schlecht sein musst wie der, dann will ich niemals Mythic raiden. Weil dann ist es wirklich brutal langweilig und scheiße schlecht. Oder er wurde gecarried. Kann auch sein, dass er gecarried wurde. Aber die waren alle aus der gleichen Gilde. Und es war so ein Warlock, der mit mir gestern diskutiert hat, wie schlecht der eigentlich ist. Ich glaube, der hatte 4 oder 4 von 5, 4 von 9 oder 5 von 9 hat er Mythic plus Mythic halt down gehabt im Raid. Und dann hat er sich toll gefühlt. Aber er versagte Mythic plus 15 Karazhan bei Kurator im Movement. Stirbt jedes Mal in dem scheiß AE. Keine Ahnung, wie man das hinbekommt. Aber anscheinend sind Mythic Raider so schlecht. Oder halt nicht alle. Also er zum Beispiel, er raidet Mythic und ist so schlecht, dass er jeglicher Art von AE drin steht. Richtig nice. So, jetzt will ich den plus 15er Key wenigstens in Time haben. Ich hab keinen Bock mehr heute. Ist so ein Scheißtag einfach. Hab schon den ganzen Tag keinen Bock auf der Arbeit gehabt. Radio ging nicht. Die ganze Zeit dieses Rauschen. Dann, wenn da wieder ging, dann kam die ganze Zeit Despacito oder so ein Scheiß. Nur ein einziges Lied kam, das war gut. Ich bekomme einfach nur HIV von Leuten, die meinen, dass sie gut sind, weil sie Mythic raiden. Und dann im Mythic Plus versagen, im Dungeon. Normalerweise soll ja Mythic raiden schwerer sein als Mythic Plus Dungeons, wenn man es so sehen sollte. Aber der gestern, der war wirklich zu schlecht für einen Kurator. Ich war ja bei Deni im Key dabei. Ich hab wirklich 10 Tries habe ich mir angetan. Ich habe mir gesagt, egal, gib ihm noch eine Chance. Die werden es irgendwann kapieren. Am 10. Try habe ich gesagt, leckt mich am Arsch, kein Bock mehr. Und ich habe dem Warlock auch noch meine Meinung geschrieben, wie scheiße er eigentlich ist. Ah, nicht stimmt, er hat erst mich angeschrieben, dass ich ja so schlecht sei. Und dann habe ich ihm halt mal geschrieben, dass er zu blöd ist, aus dem AE-Effekt rauszugehen, dass er einfach so schlecht ist, dass er als Mythic Raider in einem Dungeon verkackt im Movement. Also bitte. Wenn du Mythic Raidest, dann wird eigentlich von dir erwartet, dass du was kannst. Dass du deine Movement-Key-Tasten benutzen kannst. Oder ist der Raid mittlerweile so leicht geworden im Mythic, dass du nur noch stumpf dastehst und gar nichts mehr machst. Zumindest bei manchen Bossen. Kann ja sein, dass er genau diese Bosse da down hat. So, auf was warten wir jetzt? Anscheinend warten wir auf Weihnachten und killt den einfach, bevor er irgendwas macht. Yay! Warum battle-rats der ihn? Ist der eigentlich komplett benebelt?
Nein! Oh mein Gott, ich habe gefailt. Das war meine Verschuldung. Aber zum Glück sind die nicht gestorben. Aber Wahnsinn. Warum Battlerats der Druide den anderen, wenn sowieso du hier gleich spawnst? Das ist ein ganzer Bär verschwendet. Meine Laune ist eh gerade so richtig in einem negativen Bereich. Oh mein Gott. Ich sage jetzt mal nichts dazu, aber kann es sein, dass heute irgendwie nur behinderte Leute online sind? Das ist ja Wahnsinn. Nee, das. Ich verstehe das nicht. Was ist denn los mit denen? Wie? Kann es sein, dass das Moonkins immer noch mit ihrem Starfall alles pullen, genauso wie Hunter mit ihrem scheiß Speerfeuer? Ich mag echt nicht mehr. Ich will jetzt eine feste Gruppe haben, mit der ich practicen kann und alles. Blöd, er hat ihn CC'd und ich habe ihn gedottet. Dachte gerade, dass sie den angreifen. Necrotics OP. Ekelhaft. 21 Stacks Necrotics hat der gerade auf sich. Widerlich. Bäh. Oh Gott, da ist wieder einer zu blöd zum Springen oder was? Oh nein. Es gibt immer einen, der eine Extrawurst braucht, den man dispellen muss.
Das ist eine Krankheit oder so von dem Spiel. Ich lass die jetzt sterben, ohne Scheiß. Ist mir jetzt kackegal. Die Leute müssen das lernen, dass die Movement zeigen sollen, verdammt nochmal. Es ist nicht so schwer, die Leertaste zu finden. Die ist die größte Taste überhaupt auf der Tastatur. Wie kann man die nicht treffen oder daneben drücken? Oder nicht finden? Jawohl, jetzt habe ich gerade nicht hingeschaut und sterbe. GG. Aber gut, der Boss ist eh. So. Spawnen in Afrika. Ja, gestern war ich ja noch unteres Karasan. Okay, gut, passt. Da hatten wir auch so eine Missgeburt dabei. War ein Russe und der hat dann einfach gelieft. Einfach so. Und es war nach dem. Das war nach dem Schach-Event. Ne, nicht nach dem Schach-Event. Was laber ich denn? Das war nach dem. Oh, nach dem Theaterstück, genau. Nach dem Opernsaal war das. Weil der Tank meinte, er muss einen auf Leroy Jenkins machen und einfach mal alles pullen. Und das hat ihn, glaube ich, ein bisschen mad gemacht. Und wir haben einfach übelst Gaudi gemacht, weil der Tank halt wirklich übelst equipped war. Und der hat halt auch gut Mythic Plus Erfahrung gemacht. Und es war halt anstacheln. War ihm egal, er hat alles gepullt. Den ganzen Raum danach. Und der Warrior dann gelieft. Und dann haben wir den Scheiß einfach alles zu viert noch gemacht. Den ganzen Scheiß untere Karasan zu viert. Tja, ich kann's nicht benutzen. Ich nix von dieser Sache. Ach so, eine Falle, stimmt. Das ist natürlich geil. Ja, blöd, wenn wir es jetzt nicht benutzen. Ach so, stimmt, wir können sie bei dem nächsten benutzen. Hi, I'm Dua Lipa and this is the Radio 1 Live Lounge. For more Live Lounges like this, click here to subscribe. Trotz andere Lieder, ey. Nicht immer von der gleichen.
für Lederer. Und ich bin kein Lederer. Scheiße. Nicht mal die Eichi-Sachen sind da, weißt? Oder keine Ahnung, wo sie die versteckt haben. Und wipe. Und wipe. Wipe, 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 wipe. Das ist wipe. Was? Die nehmen doch den Battle jetzt nicht an. Easy wipe. Du Trottel, du kannst releasen. Die Leute, die einfach 5 Jahre brauchen, bis sie irgendwie mal ansatzweise überhaupt in der Lage sind, irgendwas. Okay, die Druiden sind schlecht. Können nicht dodgen. Kein Movement. Richtig Blumenbeet. Vielleicht kapiert das jetzt irgendwann mal. Meine Fresse. Wie du Dev-CDs ziehen musst, weil die Leute zu blöd sind, Movement zu zeigen, weißt? Wahnsinn. Ich kapiere das nicht. Pass bitte auf, bitte pass auf, bitte pass. Du, bitte pull nicht. Bitte. Oder stirb irgendwas. Jetzt wipe. Das ist so ein Vibe. Wahnsinn einfach nur. Ich check's nicht, wie die immer pullen. Wie können die immer adden? Dann zieh den Mob einfach dahin, wo du es nicht addest, ums Verrecken. Das ist so schlecht einfach nur. Das wird wieder kein In-Time-Run, weil die Leute so behindert sind. Heute ist Tag der geistig Behinderten oder was? Das ist irgendwie nationaler Feiertag oder was? Dass alle Vollspasten den richtig equippten Char bekommen und dann da für Mythic Plus rennen können oder was? Wie die letzten Müllhaufen spielen. Bitte zieh den Boss zurück. Vor uns, hinter uns, vor. Überall. Überall sind die Mobs. Jetzt. Du musst den. Du darfst echt nur schreiben. Die Leute sind uns nur adden. Du musst. Ich muss gerade für 5 Leute spielen, gefühlt. Oder für 5 Leute nachdenken. Ich glaube, ich sollte Multiboxen. Das würde viel helfen. Sehr viel sogar, glaube ich. Wahnsinn. Normalerweise sollte ich jeden nicht heilen, der wo diesen scheiß Debuff abbekommt.
Damit die das lernen. Weil nur, ich glaube, die Leute lernen es nur, wenn sie tot sind oder wenn sie sterben. Würde ihr ihn jetzt bitte in die Trap reinlaufen lassen? Mein Gott, ey. Wahnsinn.